Jo Freunde, was geht ab und willkommen zu diesem Video. Heute kommt das Landesport-Video zu dem neuen Chapter und ich kann euch schon mal vorwarnen, es gibt wirklich viele, viele Landesports und ich habe heute einfach mal alle gerankt. Nämlich so von Spots, wo viele landen, wo ihr viele Kills machen könnt, bis zu Spots, wo fast keine landen und wo ihr guten Loot kriegt, wenn ihr vielleicht nicht so gut seid. Also schaut das Video unbedingt bis zum Ende, um keinen Spot zu verpassen und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Aber bevor es mit dem Video losgeht, würde ich mich freuen, falls ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr keine weiteren Tipps und Tricks mehr verpasst. Und wenn ihr mich ultra unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne meinen Creator-Code Lenny-OG im Itemshop eintragen. Aber ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an. Vielleicht wisst ihr schon, wenn ihr das eine oder andere Landesbewerb von mir geguckt habt, ich zeige das oft auf der Fortnite-Seite fortnite.gg und hier zeige ich es heute wieder. Also ihr seht schon, hier auf der Seite habe ich mir jetzt schon einige Markierungen gemacht, wo die Landesports sind und die werde ich jetzt mal alle zeigen. Ich würde sagen, wir fangen auf jeden Fall an mit den Spots, wo wirklich viele landen, wo ihr viele Kills machen könnt. Und das sind die, die ich gelb markiert habe. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten und auch da mit dem besten an, wo die meisten Leute landen, nämlich dem Daily Bugle. Und hier landen nicht nur viele Leute, sondern wie ihr es vielleicht sehen könnt, gibt es hier ziemlich viel Loot. Also ziemlich viel Floor Loot, aber vor allem ziemlich viele Chests. Also ihr seht schon, hier rumherum sind sehr, sehr viele Chests. Und in den Gebäuden auch, vor allem in diesem kleinen Gebäude hier, sind schon 13 Chests und das ist wirklich krank. Und hier in diesem Mini-Gebäude sind auch schon 6. Und vom Main wollen wir erstmal gar nicht reden. Also wenn ich jetzt hier einmal zurückscrolle, für alle Chests auf einmal in dem Ort sind es für die drei Häuser nur schon 41. Das ist wirklich krass, aber dafür landen da halt auch sehr, sehr viele Gegner. Aber wenn ihr gut seid, könnt ihr dann auch sehr, sehr viele Kills machen. Und direkt hier neben, das zählt jetzt nicht als Landesport, aber hier neben ist auch noch ein ganz nicer Spot. Falls ihr dann mal irgendwie hier zu viele landen und ihr dann kurz weggehen wollt, könnt ihr auch einfach mal hier zu diesen Pyramiden hin. Der nächste Ort für Fortgeschrittene, also wo viele landen, ist auf jeden Fall direkt hier neben, nämlich Sleepy Sound. Das würde ich sagen, ist mein zweiter Lieblingsspot, weil hier der Jugel ist schon am coolsten. Aber hier, die Stadt ist nicht nur schön wegen dem See hier in der Mitte, sondern sie hat auch ziemlich viel Loot. Und ziemlich viele einzelne Häuser. Ihr seht schon, in jedem Haus sind so 2 bis 4 oder 5 Chests. Das ist jetzt nicht gerade so viel, aber hier gibt es wirklich viele Häuser. Aber dafür landen hier auch meistens ein paar Leute. Aber ich denke, ihr werdet immer ein Haus finden, was uncontested ist. Und darum ist es ein sehr, sehr guter Spot. Und wenn ihr uncontested seid, habt ihr insgesamt 59 Chests mit noch dem hier drumherum. Aber hier könnt ihr auch, wenn ihr irgendwie low seid, könnt ihr auch hier kurz weggehen. Dann habt ihr hier auch nochmal 8 Chests. Und der letzte Spot, wo noch viele landen, ist für mich Greasy Grove. Weil ihr seht schon, hier gibt es nicht so viele Häuser, aber dafür sehr, sehr viel Loot. Nämlich 37 Chests in so wenig Häusern. Und hier sind auch in jedem Haus so 2 bis 4 Chests. Und vor allem in dem Shoppinggebäude sind sehr, sehr viele. Und da würde ich euch auch empfehlen zu landen. Aber hier könnten auch sehr, sehr viele Gegner landen. Kommt drauf an, wo der Bus so fliegt. Aber falls ihr ankommt, seid, habt ihr auch sehr, sehr Glück, weil hier gibt es wirklich viele Kästen. Ich würde sagen, dann komme ich jetzt mal zu den Spots, wo schon noch ein paar Leute landen. Wo es auch viel Loot gibt, aber wo nicht so viel landen wie jetzt bei den gelben Spots, nämlich zu den roten. Und hier vorne ist direkt der erste, nämlich ist das Camp Kuddel. Da landen wahrscheinlich so 2 bis 3 Leute, also in Trio, denke ich mal, höchstens 2 Trios, wahrscheinlich nur 1, also so 3 Leute. Und in Solo vielleicht 2 oder 3 Gegner noch, aber auf jeden Fall nicht viele, weil der Ort ist ziemlich abgelegen. Aber hier gibt es tatsächlich viele Chests, weil viele unterschätzen den Ort auch. Da sind nämlich so Gebäude aus Weeping. Und noch so ein paar extra kleine Gebäude und ihr seht, insgesamt sind hier 40 Chests. Und hier vorne ist auch noch eine Tanke, wo es auch immer Quads gibt. Und mit Quads kann man tatsächlich sehr, sehr gut rotieren. Aber ihr seht schon, hier auf der Insel könnt ihr landen. Das sind nicht so viele Chests, aber falls hier viele landen, aber ich denke nicht. Und sonst könnt ihr einfach die Häuser so ein bisschen durchgehen. Und dann könnt ihr auch einfach mit dem Boot hier in die Mitte rotieren. Der nächste rote Spot ist direkt hier oben, nämlich Logjam Lumberyard. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Spot, weil hier gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Chests. Weil früher, also das ist quasi das Sägewerk so ein bisschen geupdatet, aber beim Sägewerk waren wirklich wenig Chests und hier sind jetzt wirklich viele, also wirklich 41 Chests schon wieder. Das ist wirklich echt krank, also mit denen hier oben und hier. Und das geht ja noch dazu. Also wenn ihr hier guckt, allein schon bei den Holzstämmen sind 8 Chests und hier im Haus sind auch wirklich, wirklich viele Chests. Und hier vorne bei dem kleinen Haus auch nochmal. Also hier sind wirklich viele Chests, aber hier könnten auch schon ein paar mehr Leute landen. Da könnte man so von 2 Trios ausgehen oder ein Solo von so 3, 4 Leuten. Aber manchmal auch gar keine. Der nächste rote Spot ist auch direkt hier neben, nämlich Shifty. Da denke ich, landen noch mehr. Das hätte ich vielleicht sogar auch in Gelb eingerankt, aber ich habe es jetzt mal in Rot eingerankt, weil der Spot, da landen vor allem viele, weil der halt aus dem alten Chapter ist, also aus Chapter 1. Und da landen dann viele OGs, die den Ort einfach mal wieder sehen wollen. Hier gibt es aber auch viele Chests
Und hier kann man sich auch gut verstecken, falls ihr irgendwie low seid hier unten in den Minen. Der vorletzte rote Ort ist dann hier unten, nämlich Connie Crossroads. Da gibt es nämlich auch wirklich sehr, sehr viele Chests. Aber da könnten auch ein paar Leute landen, weil das wirklich eine coole Stadt ist. Hier bei der Tanke gibt es auch, wie bei jeder Tanke, zu 100% einen Quad, mit dem ihr richtig gut rotieren könnt. Ihr könnt auch hier bei der Brücke landen, da gibt es auch zwei Chests, falls da viele Gegner landen. Aber hier gibt es auch wieder viele, viele Chests, aber auch nur wenig Gebäude. Also falls ihr viel landen könnt, das ein bisschen drängelig werden. Aber wenn ihr gut landen könnt und als erster seid, habt ihr schon mal ein paar Chests. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten roten Spot und der ist hier unten, nämlich Condo Canyon. Und das ist wirklich auch einer meiner Lieblingsspots hier unten in der Wüste. Der sieht tatsächlich klein aus, aber der ist eigentlich wirklich groß, weil der ist hier in zwei Abteile geteilt, nämlich das hier und das hier. Hier gibt es nicht so viele Chests, nämlich nur 10 in diesem Ort. Aber die meisten Gegner, die hier mitlanden, landen wahrscheinlich auch hier in diesem Teil. Und dann hier wieder meine Tanke, gibt es wieder Quads. Und dann könnt ihr hier rüber gehen und hier, und da gibt es schon mehr Chests, nämlich 22. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den grünen Spots. Seid nicht verwundert, Leute, ich habe jeden Spot, der einen Namen hat, eingerankt in eins von denen. Deswegen sind es viele, ziemlich viele andere Spots. Aber der erste grüne ist hier The Jones. Hier gibt es wirklich, wirklich viele, viele Chests. Aber der Bereich von dem Ort ist auch ziemlich groß. Da landen aber, denke ich mal, nicht so viele Gegner, weil das sieht wirklich nach mickrigen Loot aus, wenn man da so hinschaut. Vielleicht landen da später ein paar mehr Gegner, wenn man wirklich den Loot kennt. Aber wenn man jetzt nur so vom Ort ausgeht, dann sieht das hier auch aus, als wäre das nicht so viel Loot, weil hier ziemlich viele Bäume und so sind. Aber hier ist auch wieder eine Tankstelle. Es gibt diesmal sogar sehr, sehr viele Tankstellen. Und da sind dann halt auch immer Quads. Und hier seht ihr schon in diesem Haus hier, das ist ungefähr so groß wie das Familienhaus bei Ostgarten, gibt es schon 8 Chests. Und hier bei diesem Haus hier gibt es auch schon 7. Und hier bei der Farm auch nochmal 3. Hier gibt es für diese 3 Häuser wirklich sehr, sehr viele Chests. Der nächste Grund ist schon direkt hier neben, nämlich Sanctuary und noch so ein bisschen der Strand mit. Weil beim Strand gibt es wirklich viele, viele Angelspots. Gibt es auch 29 Chests und am Strand 12. Das ist wirklich cool. Hier könnten schon etwas mehr Gegner landen, weil das ist ein sehr, sehr großer Ort. Aber der Ort ist auf jeden Fall cool und hier könnt ihr auch schnell von Gegnern weglaufen, weil der Ort wirklich groß ist. Und das wird jetzt nicht angezeigt, aber hier gibt es auch sehr, sehr viele Angelspots auf dem Meer. Also falls ihr angeln wollt, hier kann ich euch noch immer die Fishing... Hier kann ich euch noch einmal die Fischboxen zeigen, also da wo man halt Angeln hat drin, also die Angelfässer. Da gibt es ja auch welche, falls ihr keine Angeln vorher findet. Und das ist wirklich ein cooler Spot. Der nächste gute Spot ist, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, Rocky Wild. Und ich denke, da werden wirklich nicht viele landen, weil das ist halt risky, nur in größer. Aber der Spot ist auch mega cool. Der ist ein bisschen kleiner, aber er ist größer als risky, also groß genug. Also ungefähr gleich groß, aber er hat mehr Häuser. Und natürlich könntet ihr auch easy campen, teilfahren, weil hier gibt es wirklich viele Autos wieder. Ihr seht schon, wenn ich hier alle Autos einmal anmache, sind das sehr, sehr viele. Und das hat auch tatsächlich dafür, dass es nur so ein kleiner Ort ist, sehr, sehr viele Chests. Also so viel hatte Bisky früher nicht. Ich kann es euch einmal zeigen. Insgesamt 30 Chests in den ganzen Bereichen, den ich markiert habe. Das war es jetzt schon mit den grünen Orten. Und jetzt komme ich zu den dunkelgrünen Orten. Das sind nämlich die Orte, die wirklich für Anfänger geeignet sind oder falls ihr Arena spielt und da schon sehr hoch mit den Points seid. Und die Spots sind wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an. Und das wäre hier unter Logjam Lumberyard, nämlich dieser Spot hier. Und da könnten jetzt schon etwas mehr landen. Da werden, denke ich, im Laufe des Seasons immer mehr landen, weil jetzt machen gerade viele YouTuber ein Video dazu. Das ist hier unten, wie ich schon im Video gesagt habe, also im anderen Video, hier ein 100% Lama gibt. Also hier ungefähr in dieses Haus spawnt immer ein Lama. Und das alte Haus aus diesem Zeug ist auch wieder dabei, wo es 5 Chests geben kann. Es kann 3 um den Weihnachtsbaum geben, also hier, und 2 oben drin. Und dann könnt ihr einfach hier rüber rotieren, das Lama holen oder zuerst hier landen, weil da, aber hier gibt es nur eine Chest. Wenn ihr Pech habt, kriegt ihr einen Sniper und könnt das Lama nicht holen. Und dann könnt ihr auch noch hier rüber hier die 2 Chests holen. Oder falls ihr euch traut, und wenn ihr vielleicht noch nicht auf so hohen Points seid oder auch einfach nicht so schlecht seid, dann könnt ihr rüber hier hin und hier noch looten und die Gegner fighten. Der nächste Spot ist direkt in der Nähe, nämlich auch wieder über einem roten Ort, nämlich über Shifty. Da könnten vielleicht einige abfliegen, die bei Shifty landen, aber hier gibt es wirklich ultra viele Chests dafür, dass hier so eine kleine Hütte nur ist. Also ihr seht schon, hier sind wirklich 3 Chests auf dem Berg und viele hier rum verteilt um die kleine Hütte. Und da kann ich schnell rumlaufen und dann, wie eben auch bei Logjam Lumberyard, hier runter zu Shifty, wenn ihr wollt.
Der nächste Wohnhaus ist dann auch schon wieder hier oben. Und das ist diese Villa hier. Oder das Landhaus eher gesagt. Und da gibt es wirklich viele Chests. Nämlich alleine 12 im Haus. Und hier 3 in diesem Labyrinth. Und dann hier unten noch eine. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch wieder zu hier runter zu Sleepy. Aber da sind dann, denke ich mal, immer viele Gegner. Weil der ist auch gelb markiert. Und der letzte grüne Spot wäre dann hier unten. Also der könnte mal woanders sein. Vielleicht wisst ihr es jetzt schon. Nämlich das Boot. Ich habe das einfach mal irgendwo markiert. Das ist hier leider nicht eingezeichnet auf der Map, aber auf dem Boot gibt es einen Loot-Drop, eine Handlanger-Chest, noch ein oder zwei normale Chests und Specials, also diese Fässer. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter Spot. Aber bei dem Boot landen jetzt schon immer viele. Ich habe es eben noch mal so ein bisschen ausprobiert in der Arena. Da landen wirklich immer 2 bis 3 Leute. Aber falls ihr alleine seid, dann habt ihr wirklich alles. So, das war's jetzt mit dem Video. Diesmal habe ich sehr, sehr viele Landesports gezeigt und jetzt nicht so Loot-Routen. Falls ihr wollt, dass ich auch noch Loot-Routen in dieser Season zeige, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao.